14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nach dem Mal, wo ich adoptiert gewesen war, bin ich gefahren, $3, bin ich also gefahren, ich bin gefahren, $3. Ich bin mit dem Zug gefahren. Über 60 Kilometer weit. Um bei einem namens Peter Bob zu leben wohnen. Und bei seiner Frau auch. Die hatten so eine Farm. Die hatten so eine Farm, das war so eine Farm, das war ohne Bücher, das war ohne Bücher. Das waren Bauern. Also der Dr. Englin hat ihm gesagt, ich wäre kräftig und schlau und er hat einen Haufen Zeugs. Gut, ich habe ihm dasselbe gesagt als wie er, aufgrund, dass ich wollte, dass man mich adoptiert nimmt. Also der Peter Bob, der hat gesagt, bei Ihnen würde ich auf Rosen geplättet wie Gott in Frankfurt. Und dann die Richter und all das, haben die Konstitutionen aufgeschrieben, Stempel versiegelt, was alles schwarz-weiß so niedergelegt. Oh, aber ich habe nicht lange gebraucht, um zu entdecken, dass das die Arbeit der Farm, dass das nicht meinem Geschmack gefiel. Die Mrs. Bob, die hatte eine Heidenangst. Eine Heidenangst. Die wollte mich niemals nicht im Haus schlafen lassen. Also haben sie mir da so eine Ecke in der Holzhütte eingerichtet. Und ich habe da in der Holzhütte schlafliegen gemusst. Um 4 Uhr früh musste ich aufwach stehen, die Pferdelöffel füttern, die Kühe melken, die Nachbarn die Milch bringen, ein bisschen Häuser zur Beschäftigung, wie sie es nannten. Von wegen den 7 langen Tag auf dem Zahnfleisch. Holz hacken, Unkraut jäten, Gemüsegarten, Hühnerstall sauber machen, kurz und gut, beinahe die ganze Arbeit. Ich habe mir die ganze Arbeit eingehandelt und dann niemals ein bisschen Spaß gehabt. Tja, keine Zeit. Eins kann ich euch sagen. Ich zieh's 100-mal lieber vor, Milch und Pampa an die Deppslöffel zu füttern und den ganzen Krempel mit euch heute Abend hier, das zieh ich 100-mal lieber vor, als Kühe melken zu müssen, wenn Stein und Bein friert, das Jahr. Die Mrs. Bob, die hat einen fürchterlichen Bammel, mich allein bei den Möhren spielen zu lassen. Mir machten die auch Schiss. Die schnitzten Grillmassen. Drehten mir Langnasen. Lauter Streicher spielten die mir. Kaum, dass das die Alten den Rücken umgedreht hatten, Idiot. Die haben mich als Idiot gezeigt. Die haben gesagt, guck mal, da kommt Tom der Idiot, das ist Tom der Idiot, guck mal, da kommt Tom der Idiot. Und dann diese anderen Möhren, die von den Nachbarn nebenan. Die haben die großen Steine geworfen und alles. Sowas sieht man hier daheim nicht, sieht man hier daheim nicht. Nichts vergleichen. Die Depps haben bessere Manieren gelernt. Viel bessere. Hier, wenn sie sagte, dass ich trödelte hier, die Mrs. Bob, da hat sie mich gepetzt und an den Haaren gezogen. Ich habe mir nur heilig ins Mäuschen gelacht und habe noch mehr gefaulenzt. Der Tölpel bringt mich doch ins Grab, dachte ich immer. Der bringt mich doch ins Grab, bringt mich doch ins Grab, 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 Grab. Und dann die Kühe! In einem Tag gab es ein Kalb, das geboren gewesen war. In einem Tag. Ein süßes kleines. Oh, was habe ich da bekommen? Ein süßes kleines Kälbchen. Gut. Ich bin hingegangen und hab die Bretter weggezogen, die so den alten Brunnen auf der Weide abgedeckt hatten. Da war so ein alter Brunnen, der alte Brunnen, man sagt, der alte Brunnen, der Brunnen. Und dann ist er so reingepurzelt im Brunnen und hat sich versäuft. Das süße kleine Kälbchen hat sich. Und der Peter Bob, der hat gesagt, eine Tracht Prügel werde ich ihn verpressen. Und er hat gesagt, eine Tracht Prügel. Und der hat's gemacht.
Und was habe ich da bekommen? Nie Sonderabreibung gekriegt wie da. Nie Sonderabreibung gekriegt wie da. Hier daheim straft man nicht so, straft man nicht so. Und deshalb sage ich auch immer, das ist mein Platz an der Sonne. Stell ich mir hin, da hier, das ist mein Platz an der Sonne. Der Ballon der Sonne ist mein Platz an der Sonne.